lieber Augustin, haben Sie am Anfang gehört, wir sind ja in einer Zeit Corona und mir ist es ein ganz besonderes Anliegen, einfach diese Figur des Augustin wieder ins Leben zu rufen. Augustin Reloaded. Nix ist hin. Also alles ist hin, das ist falsch. Heute ist nix hin. In der Pestzeit war vielleicht alles hin. Ja, dieses Stück hieß Ganymed. Ganymed Jodler und davor Ganymed Obertöne. Es ist entstanden bei einer Performance im Kunsthistorischen Museum vor einem wunderschönen Bild, das eben Ganymed abgebildet hat. Ja, und jetzt spiele ich ein Stück, es heißt Kultur Erbiak. Kulturerbe, immaterielles Kulturerbe in Österreich ist dieses Instrument, Maultrommel, sagt man dazu, und ich habe gleich vier davon, die alpine Wechseltechnik mit vier Maultrommeln. Die ist eben in Österreich immaterielles Kulturerbe und ich habe ein Stück geschrieben, wo man halt diese vier Maultrommeln wild hin und her wechselt und es soll aber nicht so alpin klingen, sondern auch ein bisschen balkanisch. Wir leben ja in Wien und das Tor zum Balkan, Kultur Erbiak. Ja, nun geht es weiter mit etwas deutlich modernerem, nämlich einem Dudelsack. In ganz vielen Ländern auf der Welt gibt es ja Dudelsäcke, den böhmischen Bock, den Sie am Anfang gehört haben, zusammen mit dem Jodler. Oder es gibt das deutsche Hümmelchen,
den die schottische Highland Bagpipe, den tunesischen Mezwet, die, was weiß ich, in allen Ländern gibt es einen Dudelsack, nur in Österreich ist er schon lang ausgestorben gewesen. Natürlich hat man wieder rekonstruiert. Ja, und ich habe jetzt einen Dudelsack gebaut, der ganz modern ist, mit dem man auch Techno spielen kann. Ein Techno-Dudelsack. Und er klingt so wie der Brunftschrei eines Brontosaurus. Man nennt das auch in der elektronischen Tanzmusik den Wobble Bass, weil der so unglaublich wobbelt. Das klingt dann so. Das kennt jeder aus dem Dubstep zum Beispiel. Ja, und ich spiele jetzt ein Stück The Blue Yodel Subswing Club. Zwischendrin kommt, wie fast in all meinen Stücken, ein kleiner Jodler in Erinnerung an Jimmy Rogers, der Yodeling Cowboy, der den Blue Yodel erfunden hat. Alles in einem Dubstep-Techno-Wobble-Phone-Stück. Viel Spaß! Klingt in diesem Saal wunderbar, dieser Brontosaurus-Brunftschrei. Ja, mein nächstes Stück wird jetzt deutlich leiser und sanfter. Es ist eine Improvisation über die Augustin-Melodie auf einer Maultrommel. You're
Ja, nix ist hin, lieber Augustin. Das nächste Stück spiele ich jetzt im Hinblick auf die nächste, auf das nächste Festival Resonanzen im Jänner 2021, wo ich mit meiner Gruppe Kantlon auftreten darf und mich schon sehr freue. Ja, wir machen Klangrekonstruktion auf Instrumenten der Hallstattzeit. Und ich habe jetzt so eine Leier mitgebracht, wie man sie auf Abbildungen aus der Hallstattzeit im östlichen Alpenraum findet. Ja, die schauen sehr schön aus und haben aber nur 5 Saiten. Also auf jeder Abbildung, ja, 5 Saiten, 5 Finger in dieser Hand. Ja, ich singe jetzt einen Text. Die Hallstattkultur ist ja die, sagt man, so die Wiege der keltischen Kultur, und deshalb werde ich einen gallischen Text singen, der ist sogar überliefert. Die Melodie ist allerdings nicht vorhanden, es gab ja in der Hallstattzeit noch keine CD-Aufzeichnungen. Ja, aber ich nehme eine Melodie aus der Bretagne. Wimpy Nata, schönes Mädchen, gib Bier. Thank you.
mata da go mota baline inahata mata mata da go mota baline inahata Ja, ich komme zu meiner letzten Nummer. Jetzt verlassen wir die Hallstatt Zeit und kehren in die Moderne zurück. Ich habe heute auch ein mechanisches Musikinstrument mitgebracht, eine kleine Spieluhr. Und ja, ich werde ein Lied darauf, die Spieluhr quasi spielen. Ja, das macht sie von ganz alleine und ich werde sie begleiten mit 6 Maultrommeln. Ja, das Stück ist bekannt aus dem Film Romeo und Julia, aber ich habe irgendwas draus gemacht. Ja, weiß der Geier, was es wird. Vielen Dank.